Seit 1871 ist Deutschland geeint und Berlin Hauptstadt des Kaiserreichs. Die einstige Residenz der Preußenkönige hat sich in Rekordzeit zu einer Weltstadt entwickelt. Sie ist Symbol für eine werdende Großmacht. Doch Reichsgründer Otto von Bismarck meint, Deutschland solle sich selbst genügen. Seine Außenpolitik zielt darauf, die Balance der Mächte in Europa zu erhalten. Kaiser Wilhelm II. Aber will mitspielen im Konzert der Weltmächte und verlangt auch für die Deutschen einen Platz an der Sonne. Franzosen und Briten sind im Wettlauf um Kolonien in aller Welt weit vorne. Deutschlands Kolonialpolitik beginnt in China mit einem Flottenstützpunkt. Wilhelm will die deutsche Flotte verstärken und vergrößern, um deutsche Handelsinteressen in aller Welt zu schützen, heißt es. Doch er ficht damit auch die britische Vorherrschaft auf den Weltmeeren an. Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser, tönt er selbstbewusst. Auch im Reich will er Flagge zeigen und das Sagen haben. Obwohl es einen Kanzler und ein Parlament gibt, die laut Verfassung die Politik mitbestimmen. Warum der Hang zum Größenwahn? Vielleicht liegt es an den Demütigungen, die Wilhelm als Kind erlitt. Er hat von Geburt an einen verkrüppelten Arm. Die Mutter ließ ihn mit Streckapparaten und Elektrotherapie malträtieren. Erfolglos. Sie schämte sich für ihren Sohn. Sind es die traumatischen Kindheitserfahrungen, die Wilhelm später durch forsches militärisches Auftreten kompensieren will? Mehrmals am Tag soll er die Uniform gewechselt haben. Seine Untertanen sollen sich im Glanz seiner Majestät sonnen. Doch nicht alle marschieren im Gleichschritt. Vor allem die Arbeiter wollen mehr Rechte und politische Mitbestimmung. Auch der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann hat dies auf seine Fahnen geschrieben und wirbt um Mitglieder für seine Arbeiterpartei. Mit den Jahren wird sie zur stärksten Kraft im Reichstag. Die SPD sieht den Frieden durch das Weltmachtstreben des Kaisers bedroht. 1900 bricht in China der sogenannte Boxeraufstand gegen die westlichen Kolonialherren aus. Als auch der deutsche Gesandte in Peking ermordet wird, will Wilhelm den Europäern zeigen, wie man sich Respekt verschafft. Die deutschen Truppen, die den Aufstand niederschlagen sollen, fordert er zu brutalem Vorgehen auf. Und kommt ihr vor den Feind, so möge der Name Deutscher in China in einer solchen Weise bekannt werden, dass es niemals wieder ein Chinese wagt, einen Deutschen auch nur scheel anzusehen. Und wer uns zu nahe tritt, der beißt auf Granit. Es war eine Zeit der ungeheuer männlichen Kraftsprüche, hinter denen gar nicht so viel böse Absichten standen. Aber diese Kampfmetaphern sind natürlich überall. Und manchmal gehen die Kampfmetaphern über in die Kampfvorbereitungen. Und dann wird's gefährlich. In Berlin wird bald Kritik laut am Regiment des Kaisers. Philipp Scheidemann warnt vor einem Wettrüsten. Ich sage Schluss mit dieser Politik der gestreuten Schnurrbartspitzen. Was wir brauchen, sind Bündnisse mit England und Frankreich, nicht Konfrontation. 1914 erschüttert das Attentat von Sarajevo den Vielvölkerstaat der Habsburger. Österreich ist zum Krieg entschlossen. Wilhelm II. Gibt Wien Rückendeckung. Mit den Serben müsse abgerechnet werden, obwohl dann ein Krieg mit dessen Bündnispartner Russland droht. Zwar wird Wilhelm später zurückrudern, doch eine Mobilmachung folgt der anderen. Jede Seite sieht den anderen als Aggressor und sich selbst als Opfer. Der deutsche Kaiser sieht sich von anderen Mächten eingekreist. Vom Balkon des Berliner Schlosses aus verkündet er die deutsche Generalmobilmachung.
Viele Deutsche ziehen begeistert in den Krieg. Sie glauben, er werde nur von kurzer Dauer sein. Doch der Kontinent stürzt in den ersten Vernichtungskrieg der Moderne. Der technische Fortschritt macht ihn zu einem Massensterben. Nach wenigen Wochen setzt im Westen ein zermürbender Stellungskrieg ein. Allein die Schlacht von Verdun fordert 500.000 Tote und Verwundete. Als 1917 russische Revolutionäre den Zaren stürzen und die Macht übernehmen, ist der Krieg im Osten zu Ende. Wenig später bricht die Front im Westen zusammen. Hier in einem Eisenbahnwaggon im französischen Compiègne wird über den Waffenstillstand verhandelt. Doch zunächst streiken die Matrosen der kaiserlichen Marine. Truppen, die den Aufstand Anfang November 1918 niederschlagen sollen, verweigern den Schießbefehl. Es ist der Beginn einer Revolution, die zur Abschaffung der Monarchie in Deutschland führt. Vom Reichstag aus ruft Philipp Scheidemann am 9. November 1918 die Republik aus. Kaiser Wilhelm II. Hat abgedankt und zieht sich ins Exil in den Niederlanden zurück. In Doorn leistet er sich ein Wasserschloss und schottet sich von der Außenwelt ab. Die Siegermächte wollen ihn als Kriegsverbrecher vor Gericht stellen, doch die niederländische Regierung verweigert die Auslieferung. Wilhelm kann sich mit der Abschaffung der Monarchie nicht abfinden. Bis zu seinem Tod im Jahr 1941.